Ja, wir kennen alle private Autos und wir haben auch alle unsere eigenen Fahrräder. Aber ist das wirklich noch die Zukunft der Mobilität? Denn wenn wir rausschauen, dann werden wir schnell feststellen, wir haben viel zu viel Verkehrsgerät in den Städten. Und das Problem ist, dass diese Autos beispielsweise zu über 90% ihrer Zeit einfach nur dumm rumstehen. Und wenn sie denn mal fahren, dann höchstens mit einer Person. Das können wir besser, das können wir schlauer. Was wäre es, wenn wir diese Geräte miteinander vernetzen, dass keiner mehr einen Privatbesitz an einem Auto oder an einem Fahrrad hat, dass wir dann viel, viel mehr Platz haben, weil wir viel, viel mehr Menschen in dieselben Gerätschaften hineinbekommen. Wir haben dann neue Möglichkeiten für digitale Dienstleistungen. Wir haben dann eine schöne Stadt, die nämlich viel, viel leerer ist, die viel mehr Platz hat für Fußgänger und auch für Fahrradfahrer.